Hallo ihr Lieben, wir möchten, dass in sehr naher Zukunft die Organisation Sounds of Hope sich selbst trägt. Das bedeutet, sehr vielen Menschen Arbeit ermöglichen und auch, dass unsere Kinder, unsere Frauen immer etwas zu essen haben. Und vielleicht können wir auch weitere Familien versorgen. Nikolas und ich, wir haben gestern ein sehr langes Gespräch geführt. Es sind mehrere Ideen durchgegangen und sind dann auch zu dem Entschluss gekommen, dass die Arbeit rund um die Landwirtschaft am einfachsten ist und auch am lukrativsten. Das bedeutet, wir streben an, mindestens 5 Hektar Land zu kaufen, inklusive dann Bearbeitung und Einkauf von Saatgut, wären wir bei einer Summe von 30.000 Euro. Und wir benötigen jetzt eure Hilfe in Form von Tipps. Kennt ihr einen Firmenchef, eine Firmenchefin, einen Sponsor, einen Promi oder einfach einen sehr großzügigen Menschen, der diese Summe in seiner besten Form anlegen würde? Wir freuen uns über jeden Tipp, am besten per E-Mail info@soundsofhope.de oder als Nachricht bei Facebook oder Instagram unter Xenia Hügel. Und wir sagen schon mal Danke für jeden Tipp. With 5 acres of land, we can plant both cornflower and beans for at least 2 seasons in a year. Because agriculture here, we have 2 seasons that are favorable for agriculture in Uganda. And then in these 2 seasons, we can have a bulk of crops that we can use for sustainability for us to take us through a year. And also we can use another season for us to have crops that can take us, that can we can put on to sell for us to have some money that can take us through. We are calling for about 30,000 euros. This can take us into self-sustainability by agriculture, and this is the way we are considering to do it. Vielen Dank für alles und einen schönen Tag. Bye.